Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf NF Marsch. Im Marsch-Krimi. Ja, es ist jetzt wirklich Krimi, denn wir haben ein Problem. Unser Hofsilo ist voll. Fermente ist voll. Gar nicht gut. Nun bleiben wir Essig stehen. Ich hoffe, dass jetzt die letzte Born hier für den Puma reicht. Ah, du musst hier weitermachen. Ja, Entschuldigung, wir waren einkaufen und dann habe ich mir gedacht, wir machen heute noch eine Folge, ne? Weil, ist ja schön. Du könntest da nochmal hinfahren und dann gucken wir mal, ob das... Das reicht, mein kleiner Freund und Kupferstecher. Mir ahnt nämlich schlimm. Oh, ich habe ganz viele Maschinen geupdatet. Hoffentlich sind noch alle da. Die haben nämlich Update gemacht und so. Auch die Wagen waren geupdatet. Ich hoffe, das ist noch alle in Ordnung. Ich bin... du hast eine Liftachse jetzt, oder was? Moni, wie? Ist der Wagen hochgefahren? Kann das sein? Okay, ja. Du warst hier noch am Säen. Fahren wir noch ein paar Meter zurück. Der ist ja jetzt hier an Luzerne Säen. Denn wir haben ja unseren Säplan jetzt fertig. Hoffe ich zumindest. Das haben wir, glaube ich, letzte Folge noch gemacht, ne? Deswegen sehen wir jetzt die Zwischenfrucht. Er steht hier jetzt rum. Er kann gerade nichts machen. Er könnte nochmal gucken, ob Milch da ist. Okay, ist nur ein Schluck Milch da. Gut. Einen Moment. Ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Hoffentlich läuft alles. Ja, läuft, 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 läuft. Immer diese komischen Anrufe von Nummern, die man gar nicht kennt. Kennt ihr das? Richtig unnötig. Du warst auch fertig. Du kannst jetzt... Du fährst mir hinten mal zum... Nein, da sollst du gar nicht hin. Du wirst da wahrscheinlich selber gleich mal hinfahren. Nein, halt doch mal an hier. Das sollst du doch gar nicht, Svenny. Wir fahren den eben fix selber rüber. Wir gucken doch mal nach. Wir müssen ja... irgendwie an Hackschnitzel kommen, ne? Könnten rein... Ne, lass das Sägewerk erst ein bisschen rödeln. Wir müssen auch noch Holz machen und so. Wir haben... Hier fährt noch fleißig Gülle, ne? Oh, da läuft der aber. Perfekto. Ja, Uwe wahrscheinlich wieder mit einer Fend an vorne. Ja, der ist... Von der Klaus-Technik ist der jetzt so ein bisschen weg. Der sitzt immer auf dem Roten. Dann sitzt er auf dem Krone-Häcksler. Dann fährt er neuerdings immer Fend. Das ist nicht normal mit Move, ne? So, ich bin am überlegen, ob uns... Aber dieses kleine Stück, weißt du, ich hätte erst gesagt, wir kaufen uns hier diese kleine Bumpel-Ecke. Machen dann Acker raus, ne? Aber das lohnt irgendwie nicht. Der ist ja nix Anwalt. Wir haben ja auch hier noch so ein bisschen stehen, was wir jetzt hier wegschnitzen können. Dieses Stück müssen wir eh noch kaufen. Damit hier unsere Gewächshaus-Oma dahin kann, ne? So war ja der Plan. Die müssen wir nur noch verwirklichen. Hier können wir auch mal die Klappe schon mal aufmachen. Dann können wir den nämlich hier mal hinstellen. Ich glaube, hier müssen wir nämlich noch Holz abholen. Aber hier können wir noch so ein bisschen was schnitzen. Das können wir später machen. Wir müssen aber jetzt erst durchgucken. Guck mal, wir haben den da schon mal hingefahren. Das passt schon. Hier ist er, hier ist er. Ich mähe unseren Klee jetzt erstmal, ne? Ich glaube, wir machen hier nochmal eine Rutsche. Hoi. Oder? Er düngt die Luzerne, ne? Wenn wir Glück haben, können wir das alle dies Jahr nochmal mähen, ne? Er steht da. Er ist fleißig hier auf Feld 2. Ich habe es natürlich vergessen zu kalken, nicht Bienenfucker, ne? Also wahrscheinlich hinterher nochmal kalken. Wie rutscht der Dreschkasten, habe ich das Gefühl, mit dem Schneidwerk vorne dran. Das ist uncool. Das kommt aber auch wahrscheinlich... Ist so unten. Warum rutschst du dann? Das verstehe ich nicht. Okay. Also ja, Hofsilo ist voll. Es passt kein Hexogum mehr rein, ne? Oh, Glück, ey. Die sind fertig. Glück gehabt. Ja, müssen wir warten, bis Fermente lässt. Du, Maurer, du kannst dann nachher nachkommen. Da ist nicht mehr viel drin, ne? Ja, jetzt haben wir natürlich einen Wagen. Erstmal ein Hofkompost, der ist voll mit 600.000 der Hexegut. Was in Silo reinging, ist jetzt voll mit Hexegut. Und ja, Fermente ist auch voll mit Hexegut. Aber wir haben es geschafft. Die Fläche ist runter.
Ornös. Ja, das haben wir hingekriegt. Schickifeini. Dann sehen wir jetzt zu, dass der 1050 gleich ans Kalken kommt. Das ist ja auch nochmal Feld 2. Eben fix abkalkt. Wir brauchen noch einen Schlepper zum Wenden. Das kann der 800er gleich eben machen. Ne? Das läuft. Was soll ich jetzt sagen? Läuft. Ja, zwar nicht so wie es soll, aber es läuft. Ne? Wir kommen gut voran. Ja, doch. Ich bin zufrieden. Wir können noch ein bisschen Kompost verklappern rein, theoretisch später. Wir haben noch 460.000 Liter. Wenn wir 200.000 Liter mal verkaufen, dann könnten wir vielleicht Feld 13 kaufen. Ja, Dinkel. So ist der Plan. Fläche, Fläche, Fläche. Wir können jetzt nur noch über Fläche uns hochbeugen. Ja, und es geht's nicht. Aber das sehen wir jetzt gleich später. Vielleicht. Ja, 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 Kollege. Du kommst gleich an der Arbeit. Mein Silo ist voll, ey. Ich könnte brechen. Ich habe mal 2, 3 neue Mods mit reingenommen, ne? Quadzilla natürlich, 715 mit Reifen, ne? 2 Drillen. Ah, und den Volvo LKW habe ich mit reingenommen. Die müssen wir uns gleich mal angucken. Ich würde doch mal ganz gerne noch einen neuen LKW haben. Okay, das hat geklappt. Ist sie fleißig? Okay, wir haben dann noch 14.000 Liter Häckselgut über. Ja, 50.000 Liter, die müssen wir wohl irgendwo mal in Silo reingestopft kriegen, oder? Weil ein Fermenter ist natürlich weder noch besser, ne? Achso, Siliermittel hatte ich auch mal einen ordentlichen Schwung dazu gekauft, ne? Das hatte ich euch gar nicht gesagt. Ich hatte über 10.000 Liter dazu gekauft. Waren 90.000 Euro, aber dann ist auch mal durch, weißt? Haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. LVC. Ja, Sämaschine wahrscheinlich. C50 muss auch nach dem Hof hin. Das ist mal ganz wichtig. Da kann der nämlich, wie gesagt, kalten. Dass wir jetzt vorankommen, Gas geben. Das ist der Plan. Ja, aber ihr kennt es ja, Pläne und Svenny ist ja immer so eine Sache. Wenn ihr seine Dollarzeichen in den Augen kriegt, dann sind die Pläne ganz schnell vorbei. Obwohl ich glaube, ich bis jetzt die letzten Male gar nicht mehr so ein Dünnpfiff gekauft hätte. Ne? Ich bin mir ziemlich zusammengerissen. Ich glaube schon. Okay, wir besitzen nur 400 Hektar, ne? Ist nicht viel. Und ansonsten habe ich jetzt eigentlich immer darauf aufgepasst, dass ich nicht mehr so einen Dünnpfiff kaufe. Jetzt heißt es hier, mit der Fermenter ordentlich durchrödeln, ne? Hast du eine Liftachse gekriegt? Tatsache, guck mal. Wüsste ich gar nicht. Mach mal I. Oh, jetzt sind wir jetzt zu weit gefahren, oder? Mach mal I, vielleicht geht hier was rein. Braucht den Wagen. Oh, der ist zum Glück leer geworden. Perfekt. Y. Und da fährt er nicht so viel, ne? Oh. Ach, so geht das. Okay. Kein Plan. Ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen Kohle scheffeln. Nicht Muckenfix. Ja. Silo ist ja auch leer. Voll. Echt, das ist so Mäusemelken. Laterne. Laterne. Nichts passiert. Das war so gewollt, ne? Damit ihr auch mal so zwischendurch ein bisschen lachen könnt und so. Deswegen fahre ich dann dagegen, ne? Das klappt mit Seele. So, wir verklappern jetzt Kompost. Wir brauchen Geld. Der kommt so viel zusammen. Der kann erstmal volllaufen. Wie gesagt, er sät nur Zähne. Er steht hier rum, er steht da rum. Er ist immer noch nicht voll. Du bist da. Irgendwer war hier fertig. Er ist noch nicht fertig. Hier machen wir, wie gesagt, oder? Ne, wir machen Heu. Ich habe die Mähwerke extra so angestellt. Ach, er ist fertig. Okay, wie gesagt, okay. Du kannst Feld 16 düngen fahren, ne? Haben wir noch ordentlich Gerisse? Und Düngerstreu, da muss auch noch weiter vorne. Feld 16 war doch Raps, ne?
Nee, ist Weizen. Dann fehlst du die 56. Ist die schon voll gedüngt? Das ist noch gar nichts. Ne, dann kannst du voll 56. Machen wir hier raus. Hier ist der Wegpunkt. Coin Cools. CP-Quiz-Generator schließen. Weil da wären wir noch ordentlich Gemüse los, ne? Machen wir hier hin. Das ist jetzt doof. Warum machst du das jetzt so? Alles klar. Und ich hätte gerne hier die Viehposition. Ach, dann machst du das nicht. So. CP-Quiz-Generator öffnen. CP-Quiz generieren. Speichern das. Feld 56 neu. Da muss das hin. Speichern, aktivieren. Güllen 36 Meter, ne? 36 Meter. El Perfecto. Das stellen wir, machen wir eben hier aus. Feld 56 ein. Weil Feld 1 und 3 hat er komplett Gülle gefahren. Feld 70 ist auch komplett Gülle gefahren. Jetzt lass ihn da auf Feld 56 in Raps noch fahren. Er fährt im Moment noch Gärreste, sagen wir so. Es passt. Wir können. Du bist fertig. Du fährst mir jetzt zum Hof. Das passt mir nämlich gut. Du musst aus Versehen hier auch gleich nochmal drüber kalten. Du fährst erstmal Hof, Sven. Danken. Perfekt. Er steht da drumherum. Ja, er kriegt einen Wind dahinter. Er soll noch Heu wenden. Wir können auch den nehmen, ne? Das ist ja unser neuer. Fan könnten wir zur Not verkaufen, aber. Lass mal es hier. Komm jetzt so rum. Nichts passiert. Er ist gesehen, das nennt man nicht Fahrerskills. Deswegen kommen wir da in zwei Zügen raus. Kann nicht jeder so, ne? Nee, weiß ich. Dafür musst du leicht eine Klatsche haben und so und dann klappt das auch. Ja, ist so. So, hier machen wir erste Wegpunkt. Der Kurs kann dann mal raus. Brauchen wir gar nicht. Kein Kurs. Ne, ich fahr mal zweimal runter. Ich speichere das eben. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wir hier einen 17 Meter Wendekurs haben. Ne, haben wir nämlich nicht. Kurs speichern, aktivieren. Wenden. 17 Meter. Danke dafür. Du gibst die Schubrakete. Das geht ratzifatzi. Oh nee, wo fängt er denn jetzt an? Ratzifatzi mit dem Ding. Die ist ein bisschen hochgeschraubt. Da kannst du schneller mit vorn, 17 Meter. Dann läuft der Laden. Der muss ja auch noch einen Klee wenden, ne? Aber ich glaube, da werde ich diesmal selber schrauben. Okay, der macht das. Den können wir mal beiseite räumen. Bevor der 10.50 gleich ankommt. Helge hat neuerdings so ein bisschen Spackelinski an der Boxe, ne? Die Badehose war nicht so gut. Aber ihr seht, das ist halb so wild, ne? Kratzt sich da ein, zweimal dran. Dann war er schon wieder gut zufrieden, ne? Weil Waschmittel kennt Helge nicht. Und nach dem Doktor wollte er nicht hin. Ich sag, dann geh nach dem Doktor. Ich sag, das kostet auch kein Geld. Geh man da hin, dann bist du gut zufrieden. Er sagt, nee. Nee, will ich doch gar nicht. Oder ne? Ein gutes Feld. 70 düngen wir jetzt als erstes. Wir räumen jetzt das Feld von hinten auf. Feld 70. Uns laden. Aktivieren. Alles klar. Hier machen wir Feld 70 rein. Ich weiß nicht, wie viel der jetzt noch braucht. Aber so viel dürfte der eigentlich jetzt nicht mehr verwenden, ne? So, wir machen eben hier automatische Ausbringmenge, machen wir an. Schwuppdiwupp. Alles klar, danke Kollege, du fährst jetzt los, ne? Machst das eben fix fertig, wir schließen eben hier Missionchen ab. Hier. Oh, wir müssen auch noch fliegen. Gibt's hier noch neue Verträge?
Ne, im Moment natürlich nicht. Das war ja klug. Hier fehlt jetzt unsere Flächendüngung. Ich schätze mal, du fährst zur Gärtnerei, ne? Hat die Kompost? Doch. 721, guck mal. Oder ist aber, weil wir 100.000 Liter noch im Moossilo haben. Okay, du fährst zur Gärtnerei. Ist gerade Höchstpreis. Ne, vorwärts. Dann verkaufen wir nochmal 200.000, 300.000 Liter. Ist ja Shit jetzt doch. Können wir ja ganz gut gebrauchen, ne? Die Kohle. Verkauf Gärtner. Warum rollst du eigentlich noch? Fahr da mal hin, danke. Wie gesagt, AC fleißig. Das läuft. 427.000 haben wir nur auf dem Konto. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier einen neuen Mod-Ordner, ne? Das interessiert mich ja auch. Ich habe das nämlich auch noch nicht. Die hatten wir alle. Den hatten wir. Ich habe den mal mit reingenommen, ne? Als Weedy. Guck mal, dann kostet er gar nicht so viel Tolles. Hier 900er Einzelreifen. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Kannst du noch mehr Reifen? Ich mach diese Double nicht. Okay, was hast du noch für an? Oh, oh. Kannst du noch richtig Pelle? Triple. So will ich den ja fahren, ne? So sieht der gar nicht so schlecht aus, ne? Ordentlich Pelle, ordentlich Gas. Ja, ne, ja, 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 alles klar, danke fürs Gespräch. Ich hatte LKW mit reingenommen. Und der Andi ist draußen, hört ihr hoffentlich nicht so, ne? Die hatte ich geupdatet? Ne, die waren, glaube ich, geupdatet, ne? Cool, die sind gar nicht. Wo sind denn die Volvo hin? Ich habe die doch aktiviert. Die eine eigene Shop-Kategorie? Hätte ich die entpacken müssen? La 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 la. V. Wie Volvo. Volvo. Oh, guck mal hier. Ach. Es ist ein Styling Pack. Jetzt habe ich das verstanden. Da kannst du die Karre aufpimpen oder was? Okay. Ja, ja, ja. Irgendwann. Irgendwann. Guck mal, Uwe, die sind hier auch im Platinum DLC, ne? Ach, Uwe kennt das doch. Die ist so. Weiß das so. Da habe ich meinen Radlader hier. Deswegen. Ach, und Drillen hatte ich mit reingenommen, aber die sind wahrscheinlich eh erst irgendwann mal ganz viel und ich glaube nicht in diesem Spielstand. Ich hatte hier die Case, die finde ich genial. Die ist echt gut, die kann auch, glaube ich, direkt Saat, ne? Die macht auch coole Sachen. Und die hatte ich auch noch mit reingenommen, ne? Also. Und die sind auch hier neu, ne? Die ist auch direkt Saat. Wenn ich das so sehe, ist zwar leider nur Einzelkorn. Aber das finde ich eine ganze Menge, ne? Hier, guck mal. Fettes Moped. Also. Wenn wir mal ganz viel Geld haben oder so, dann können wir uns da mal was von kaufen. Ich will gleich wieder leer, ne? Die Schafe brauchen auch noch mal irgendwann wieder Wasser. Guck mal, ihr fährt jetzt da. Gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ne? Weil ich da ja die AD-Kurse ums Feld neu eingefahren habe. Ihr wisst ja, dass ich da sehr gut drin bin. Nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das alles so klappt. Aber wie gesagt, jedes Krümmelchen oder jeder Liter Gülle, den wir auf der Fläche haben, oder Gärreste, spart uns einen Dünger. Und so langsam kommen wir in die Gefilde, wo wir viel Dünger brauchen. Deswegen, es sind Bohrmittel.
Und, ja, okay, man muss halt dazu sagen, wir müssen es halt hin und her fahren. Ja, das ist so. Aber, shit, Trump. Weißt du? In der Düngerproduktion muss das auch durchlaufen lassen, kostet auch Geld, Ströme, dies, das, jene, so. Kostet diese. Und ist entsorgt. Ja, nicht entsorgt, das macht ja. Macht ja. Schöne Sachen auf der Fläche. Oh, du bist auch schon da. Okay, ja. Ege, tanken noch. Mach mal eben voll den Laden hier, der muss gleich los, noch kalten und so. Ja, ist halt so, Helge. Was willst du machen? Juckt nicht mehr einen Schritt? Nur noch in der Kimme? Musst du mal mit Druckluftschlauch auspusten, dann ist das weg, Helge. Das geht. Du brauchst auch nicht nach einem Doktor. Nee, ihr habt jetzt nicht zugehört. Ich habe ihm das auch nicht gesagt. Ne? Also, will ich ja nie. Helge, arme Junge. Mit Druckluftschlauch, Svenny, ey, du kommst auch auf Ideen. Ich glaube, der hat irgendwie mein Gewicht abgehangen, ne? Das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt ist er bestimmt umgekippt. Ein Schickram. Siehste? Das kommt alles nur, weil der Helm mich wieder von der Arbeit abhält. Sonst wäre das ja gar nicht passieren. Danke. Oh, es ist warm, ne? So. Dalle. Dann, ja. Als erstes fällt 58, dann fällt 2. Halten, ne? Weil wir müssen nämlich auch noch fliegen. Was ist das warm? Feld 58 hierhin. Kalten 24 Meter. Guselon aktivieren. Danke dafür. Feld 58. 58. Einkauf Bahnhof kalt. Okay. Gibt Schubrakete. Da müssen wir ja auch noch sehen, ne? Ich glaube, der Puma ist. Hier, guck mal, der macht aber tippitoppi Job, ne? Ja, okay, der Wender, der kann 25 kaum machen, ne? Also, da kannst du auch mal mit Wenden fahren. Siehst du? Da kann sogar er. Mein bester Freund des Spieles, ne? Das kriegt sogar er hin. Ja. Wir haben noch gar kein Bild gemacht heute. Er fährt dünn. Machen wir heute hier ein Bild. Warum fährst du den so hoch, Mann? Ach, der hat schon abgekippt. Schick, oder? Wie viel Kohle hat er es denn gegeben? Habt ihr mal aufgepasst? Ich brauche noch ein Bild. Danke. Wie fährst du hoch, Svenny? Habt ihr das gesehen, wie viel Kohle er es gegeben hat? Wir können das aber auch mal eben. Ich habe im Hofsilo. Ich brauche das Hofsilo. Ich habe mal Hofsilo beladen. Dann müssen wir da erstmal einen Kompass rausholen. Wie viel müssen wir hier der ganzen Geschichte hier werden? Das ist ja ein bisschen ominös, dass wir keinen Platz mehr im Hofsilo haben. Ne? Wie gesagt, Feld 8 habe ich sehen wir Luzerne. Feld 7 machen wir Klee. Da können wir hier im Frühjahr ein Drillerchen machen, ne? Der Rest ist, glaube ich, alles durchgedrillt, ne? Wann nur noch hier sehen. Und die beiden noch. Die und die Fläche noch. Sonst haben wir, glaube ich, diesen Ingame-Tag alles durchgesät, ne? Ja. Perfekto. Oh, wir können die Fläche kaufen. Guck mal. Abfahren. Die Bohrmittel fehlen sonst. Guck mal, da läuft die. Alles klar. Ja, läuft. Was soll ich denn sagen?
Wir können hier endlich weitermachen. Wir brauchen nämlich ordentlich Hackeschnitzel. Da haben wir nämlich ein ziemlich großes Problem. Deswegen schreddern wir jetzt die letzten Bäume hier weg. Sehen wir zu, dass wir so ein paar Hackschnitzel zusammenkriegen. Viel wie es eh nicht. Und immerhin ein bisschen. Dann ist das hier abgefrühstückt. Können wir hier im Winter mal Stuppen fräsen. Nichts passiert, Uwe. Das macht hier nichts aus. Sind immer gut zufrieden, ne? Ich guck gar nichts. Können hier im Winter unsere Apfelplantage hinpflanzen, die wir noch brauchen. Sind das lebensfroh, ne? Kommt echt nichts zusammen. Ist ja nicht schön. Wieso rückwärts? Danke. Oh, was war da? Baumsturm? Haben wir ein Bild gemacht, ja, ne? Ja, vom Kompostverkauf, ne? Da passt noch ein bisschen was rein, ne? Wie gesagt, hier machen wir unser Gewächshausparadies hin und was wir da alle noch so brauchen, ne? So ist der Plan. Wie gesagt, dann können wir im Winter einmal richtig Stuppen fräsen. Oh, wir sind voll. Jetzt ist da gar nicht wahrscheinlich alle nicht reingegangen, ne? So ein Schiebkader. Aber das ist dann in Ordnung. Weil wir brauchen das Gemüse. Sagen wir, wie es ist. Weil es war ziemlich leer. Ja, guck mal, ist fast alles durchgesät. Ey, guck mal, der seht ihr ohne Probleme. Ne? Ich bin imprägniert. Wo kommt eigentlich die Brauerei hin? Weiß ich gar nicht. Das Gelände müssten wir dann auch irgendwann mal kommen. Weil. Hier, da. Ziemlich leer. Deswegen schreddern wir das jetzt weg. Ja, ich habe zwar hier noch im Sägewerk ordentlich Hackschnitzel. Wir müssen zusehen, dass die Zellstofffabrik nochmal einmal wieder voll wird. Wir müssen auch wieder Eichen pflanzen und so. Das wird echt noch ein ziemliches Drama. Ja, hast du das Holz noch nicht verteilt vom Lager? Nee, anscheinend noch nicht. Hier läuft ja, ne? Das ist richtig gut. Da können wir auch noch mal ein bisschen dieses alte Gemüse, wollte ich noch aus dem Silo rausfahren. Habe ich immer noch nicht gemacht. Hier läuft auch noch. Da haben wir auch noch 30.000 Liter Raps in Hofsilo. Hier läuft vor sich hin. Ne? 654.000. Die kriegen wir am nächsten Ingame Tag voll. Ja, dann heißt es Milch verkloppern, ne? Ja, was sollen wir da alle mit? Hier können wir auch noch. Ja, aber den Weizen will ich noch nicht umfahren. Wir haben noch 180. Wie viel? Ja, wir haben noch Weizen, ne? Komposter müssen wir mal ein bisschen leer fahren, ne? Weil wir haben ja so ein bisschen. Kiesch ist im Moment aus, aber da braucht auch kein Kompost hin, oder? Doch. Dann sollten wir da vielleicht erst noch ein bisschen voll fahren, bevor wir das alle verklappern. Wird taktisch klüger. So, mein Freund. Was ist denn mit dir hier nicht richtig? Wartest hier ziemlich lange, ne? Müssen wir schon ja auch gleich nochmal bauen. Guck mal, das klappt aber, ne? Perfekt, oder? Schikram, wir haben schon wieder eine halbe Stunde vor. Da kann es nichts sein, Leute. Für nichts und wieder nicht. Gisela, ne? Hat den Ufo runtergeschubst, ne? Diese? Die macht das jetzt hier eben fix. Das läuft, ne? Also, das läuft gut. Ja, irgendwas ist angekommen. Ja, schön, schön, schön. Ich habe gerade keine Zeit. Ah, guck mal. Er düngt da jetzt den letzten Rest drauf, ne? Ja, er ist dann eigentlich am Düngen. Hier kommt auch schon ordentlich ein bisschen... Was macht ihr denn da?
So, ich muss umdrehen. Ja, ich fährt den Weg. Hoffentlich findet er gleich wieder hin. Was läuft? Was soll ich denn sagen? Er hat Kalk geholt. Er wendet fleißig. Er ist hier am Düngen. Fehlst du überhaupt noch was? Warte. Warte, das könnt ihr jetzt sehen, ne? Guck mal, wir müssen nur noch 259 Kilo pro Hektar. 333. Und sonst haben wir hier 600 bis 700 Kilo, manchmal sogar 900 Kilo gefahren. Also bringt das Güllefahren doch schon eine ganze Menge was. Also, das sind über 300 Kilo, 500 Kilo, die wir jetzt an Dünger sparen. Also ich finde, das ist eine ganze Menge. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, man muss die Zeit rechnen beim Güllefahren, aber wir haben das Zeug über. Das spart doch Geld. Ich bin da ganz ehrlich, das spart Kohle. Also ist das gar nicht so eine doofe Idee, sich ein schickes Güllefest zu kaufen, ordentlichen Schlepper fahren lassen. Element fahren lassen. Kostet ja kein Geld. Ob du die da fahren lässt nebenher und dann hinter ihm einen Düngerstreuer drüber fährst. Die sparen hier richtig Kohle. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich bin gut zufrieden. Ne? So, nochmal eben. Y. Nochmal E. Ne, nix Weizen. Linke. Gar kein Geld. Gar kein Zeit für. Oh, Hexegut. Boah, jetzt guck mal, wir haben 2,6 Millionen Liter Hexegut jetzt im Hochsilo. Also wenn dort nicht onös ist, dann weiß ich ja auch nicht. Mist, ne. Kalk, ne? Den Kalk können wir auch mal eben schnell umfahren. Dann ist der auch weg. Haben wir wieder Platz im Hochsilo? Wir brauchen Platz im Hochsilo. Nützt nix, Leute. Wir können hier in die, sag mal. Hier ins Pflanzendingsbums-Dings da. In die Pflanzenschutzproduktion. Ja, da kommt ihr ran. Guck mal. Gut, dass ihr mich da dran erinnert habt. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? Bin ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.